Danke vielmals. Ja, so ein neues Jahr und schon so abgenutzt. Herzlich willkommen zur Matthias Richtling Show. Ihr Medium für alle Fragen des Wählerverhaltens im Osten zum Beispiel. Alle Fragen der Umwelt, die auch das Wirtschaftsforum beschäftigt haben im Januar in diesem kleinen Bergdorf in der Schweiz, da wo es nichts gebracht hat. Und wo ein Eröffnungsredner, Sie erinnern sich, eine beeindruckende Rede gehalten hat, dass die Umwelt uns nicht mehr belästigen soll, nicht wahr? Und seit er, sagt er, Präsident ist von Amerika, hat es geschafft, nicht wahr? Damit hat er jetzt 10 Millionen weniger Arbeitslose, hat tolleres Wasser, bessere Luft und grüneres Gras und beeindruckendere Naturschauspiele wie Tornados oder Waldbrände. Also toll, nicht wahr? Und da kam natürlich ein Applaus auf für diesen Herrn Trump, der 2 Sekunden lang nicht enden wollte. Und, ja, und da, das ist aber auch bei uns natürlich Maßstab geben, im Grunde, wenn wir sehen, bei uns, wir sind auf dem besten Wege auch dazu, das zu erreichen, was Herr Trump erreicht, wenn wir angucken, dass diese Klimaleugner auch bei uns immerhin schon Regierungen in Thüringen unterstützen. Also, wir sind auf dem besten Wege, nicht wahr? Im Gegensatz dazu ist natürlich das, was unsere heutigen Gäste uns anbieten, marginal. Zum Beispiel die beiden Krawallschachteln der SPD, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Aber auch jemand, der zeigt, dass Rechts, und was dazu gehört, nicht allein der Politik vorbehalten bleibt, sondern sich auch öffnen kann für die breite Unterhaltungsindustrie, Andreas Gabalier. Und als EU-Kommissar ist er gegangen, weil er den Europäern zu schnell gesprochen hat. Wir wissen, was er sagen will, auch wenn er gar nicht spricht. Günther Oettinger. Und nach den Jubiläumsfeiern zum 40. Gründungsjahr beginnen das 41. Jahr der Grünen bei uns heute Winfried Kretschmann und Thomas Strobel. Also wirklich. Ja gut, also, meine uns sehr verehrenden Wähler, liebe Grüngläubige und uns Anhimmelnde, vor 40 Jahren haben also wir Grüne uns gegründet. Ja, und hat's was gebracht. Ja, das sehen Sie doch. Ja, wo denn? Immerhin regiere ich seit 2011 das Land Baden-Württemberg. Als was, das möchte ich wissen. Als erster Ministerpräsident weltweit, der grün ist. Ja. Das glauben Sie immer noch, gell? Strobel, was soll das vor den Leuten jetzt? Was soll das? Was denn? Es ist doch wahr. Wenn ich denke, mit was Sie sich gegründet haben vor 40 Jahren, ja, da ist ja nichts mehr übrig hier. Basisdemokratie, gewaltfreier Staat, Soziales und Antiparteienpartei. Nichts mehr ist da davon. Wie bitte? Was? Ja, also muss ich Ihnen das vorrechnen. Ja, bitte. Soziales allein. Kaum haben Sie angefangen mit Herrn Gerhard Schröder 1998 zu regieren, da gab es von Ihnen dann zusammen mit Herrn Schröder Agenda 2010, Hartz IV. Das ist ein Thema Soziales. Das behaupten Sie im Ernst. Wir mussten den Sozialstaat handlungsfähig machen. Das wissen Sie doch. Das geht nur ohne Soziales natürlich. Ja, das ist halt hohe Politik. Davon verstehen Sie also wirklich so, nichts. So. Und für die hohe Politik wurde dann auch natürlich die Gewaltfreiheit dran gegeben. Ja. Strupp, Sie wollen doch nicht behaupten, dass wir Grüne gewalttätig sind. Ach so. Und was war da mit Kosovo? Ja. Da haben Sie den gewalttätigen Kriegseinsatz befohlen? Ihr Herr Joschka Fischer hier mit seiner Fahrbeutestrafe? Ja. Ja. Da hat er es dann davon. Das ist eben Staatsräson, Sie Lackel. Ja. Was? Ja, Verschämtheit. Ja. Und die Basisdemokratie ist ja inzwischen auch für den Arsch. Also, wie reden Sie denn, Strobel? Ich wollte sagen, Ihre Herren Özdemir und Habeck und Bärlauch. Bärböck und eine Frau ist die auch noch. Das ist doch egal. Es mischt sich alles. Sie haben doch die Gendergesetze durchgesetzt. Das ist völlig doch was ganz anderes, ja, sagen Sie. Die wollen die Basisdemokratie streichen aus Ihrer Satzung heraus. Ha? Was sagen Sie dazu? Demokratie funktioniert auch nicht, wenn alle mitquatschen, Herr Strobel. Ja, jetzt haben Sie sich verraten. Von Ihren Gründungsgrundsätzen ist nichts mehr übrig. Ich möchte wissen, was Sie da feiern. Das möchte ich wissen. Wir feiern, dass wir in Deutschland die Politik menschlich gemacht haben. So. Ja, dass ich nicht lache. Also, wenn wir so eine Politik machen würden von der CDU wie Sie, wir würden ja gesteinigt werden. Würden wir, ja? Zum Beispiel, meine Frau Eisenmann will zum Beispiel 10.000 neue Lehrer haben in Baden-Württemberg und das lehnen Sie ab. Ja,
Das ist ja die Umsetzung von menschlicher Politik. Die Gewalt an den Schulen nimmt zu. Mobbing, Messerattacken, Angriffe. Die Lehrer werden damit nicht fertig, dann nehmen wir sie aus der Schusslinie. Doch jetzt logisch. Also, da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Das ist ja nichts Neues. Also, vor 40 Jahren haben Sie jetzt die Grünen gegründet. Und im März 1980 wurden Sie schon gewählt ins baden-württembergische Parlament. Die Grünen waren praktisch im Schwäbischen Landtag, bevor Sie gegründet wurden. Da sagt man, wir werden langsam. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind langsam und schnell. Wir ruhen in der Bewegung. Ja, es gibt ja auch nirgendwo den Satz, sonst wart mal geschwind. Das gibt es ja sonst nirgendwo, nicht wahr? Ja, ja. Und wir sind immer beides. Wir sind auch konservativ und fortschrittlich. Wir haben 2011 den grünen Ministerpräsidenten Kretschmann gewählt, nach 58 Jahren CDU, konservativer CDU. Wir haben schon was anderes gewählt in diesen Jahrzehnten, aber wir wussten halt nie, dass wir was anderes wählen durften. Und das hat uns dann Herr Kretschmann beigebracht. Das würde ich gerne heute mal besprechen, und zwar mit einem Vertreter der CDU. Und zwar meine Paraderolle, den EU-Kommissar, der schon vieles gelöst hat an Fällen in Europa, Günther Oettinger. Sie sehen aus wie ich, wenn ich Sie spiele. Und wollen Sie mich spielen heute? Dann müssten Sie noch mal in die Maske. Vielen Dank zunächst. Wer bei Ihnen vorkommt, der braucht keine Werbeausgaben. Sie brauchen ja keine. Egal ob Christoph Sonntag oder Heute Show und Sie, dadurch bleibt man bekannt. Und ansonsten eine tolle Kopie. Aber das Original bleibt Original. Ja, wollte ich eigentlich sagen. Die Frage ist natürlich, ob Sie heute meine Show ändern, damit Sie verhindern, dass ich Sie noch mal darstelle. Würden Sie bitte Platz nehmen? Also, ja, Herr Oettinger, das ist ja wirklich. Das ist also tatsächlich wirklich, ich spiele nicht selber. Herr Oettinger, ich habe mitbekommen, Sie waren auf dem Weg hierher. Sie waren also, glaube ich, heute Vormittag in Helsinki, dann waren Sie in Berlin, dann waren Sie in Köln. Dann sind Sie jetzt hier. Nach der Show wollen Sie, glaube ich, weiterreisen nach Salzburg und Wien. Man hat das Gefühl, haben Sie mehr vor wie. Kann es sein, dass Sie Europa als Rente abgelegt haben und jetzt anfangen zu arbeiten? Oder wie ist das zu erklären? Unglaublich. Ja. Nein, das war hochspannend. Früher war ich zwischen Hohenlohe und Schwarzwald unterwegs, Strümpfelbach und Biberach. Und die 24 Muttersprachen, die Religionen, die Kriegsgeschichten zu erleben, an einem Tisch zu haben, der Grieche, der Pole, der Portugiese, der Lette, das zeigt die wunderbare Vielfalt Europas. Und deswegen war ich sehr gerne, so mäßig gerne in Brüssel, Luxemburg und Straßburg. Also Sie waren nicht weniger unterwegs wie jetzt? Oder andersrum, Sie sind jetzt nicht weniger unterwegs, Sie sind nicht mehr, also verstehen Sie, was ich meine? Ich plädiere immer für die Rente mit 70, seit Jahren schon. Auch. Nicht mit 63. Ja, ich auch. Sie machen noch ein paar Jahre. Schnell, ich habe kurz angesprochen, die Widersprüchlichkeit bei uns Schwaben oder die Doppeldeutigkeit bei uns Schwaben. Sie haben das ja auch in parademäßiger Weise präsentiert, indem Sie, ich will jetzt nicht petzen, aber man kann es überall nachlesen, also entschuldigen Sie, Sie haben als Landesvorsitzender der Jungen Union einmal sich dafür eingesetzt, dass Motorradfahren auf öffentlichen Straßen verboten wird aus Sicherheitsgründen. Zwei Jahre später, also auch das kann man auch alles nachlesen, wurden Sie erwischt mit 1,4 Promille und mussten Ihren Führerschein abgeben. Auf der Stadt. Ja, aber man muss fairerweise sagen, Sie sind mit dem Auto gefahren und nicht aus Sicherheitsgründen mit dem Motorrad. Also, haben Sie sonst noch solche Dualismen in Praxis und Rede, die Sie uns erzählen könnten? Mit Sicherheit einiges, ja. Wollen Sie es preisgeben? Die Zeit reicht nicht aus. Das glaube ich. Also gut, wissen Sie eigentlich noch, wie Sie angefangen haben als Nachfolger von Herrn Teufel? Falls Sie es nicht haben, wissen Sie es noch? Also ist Ihnen noch die Spannung noch bewusst, das nicht loslassen können von Herrn Teufel? Ist Ihnen das noch im Gedächtnis? Ja, ich war ja nominiert von der CDU Baden-Württemberg im Herbst. Und es ging ja bis April, bis zur Wahl im Landtag. Und ich habe den Tag in guter Erinnerung. Nur gut, in der Öffentlichkeit, das ist immer ein Unterschied, hat sich es ein bisschen anders dargestellt. Wir haben einen Einspieler da, wir haben Sie damals belauscht, wenn ich darf. Mats ab. Was ist Ihr Begehr? Ihr Amt, bitte. Ihr Amt macht mir Sorge.
Mein Amt, junger Freund. Da können Sie ganz unbesorgt sein. Mein Amt ist so ziemlich das Einzige in diesem Ländle, was Sie einen feuchten Dreck angeht. Ja, aber ich werde es aussieben. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Oettinger, ich war neulich schon mal da. Ja? Ja, ich bin Ihr Nachfolger, gell? Immer noch. Ja, es hat sich einfach nichts geändert. Dann hat unser letztes Gespräch nichts gefruchtet. Nein. Was wollen Sie denn noch von mir? Ja, also ich wollte fragen, wie ich es machen soll, das Amt führen. Sind Sie komplett verrückt geworden? Sie kommen hierher und berauben mich meines Amtes und fragen mich noch, wie es geht? Naja, also ich dachte... Offenbar dachten Sie nicht. Hat der baden-württembergische Wähler in Baden-Württemberg eine Ahnung davon, dass Sie keine Ahnung haben von diesem Amt? Die hatten Sie auch nicht. Ja, aber da war ich bereits in dieser Position. Die Frage stellt sich, hatten Sie tatsächlich keine Ahnung? Denn es ist ja was anderes, das Amt zu wollen, als es dann auszuführen. Ich war ja 15 Jahre Fraktionsvorsitzender neben hinter Erwin Teufel und habe von ihm deswegen enorm viel gelernt. Wir waren unterschiedliche Typen, keine Frage. Mhm. Aber die 15 Jahre waren für mich eine tolle Zeit, in der ich von ihm gelernt habe, aber ich glaube, er von mir über viele Themen der mittleren Generation viel erfahren hat. Also wir waren eigentlich ein gutes Team. Am Ende war es dann ein bisschen strittig, haben Sie ja gerade dargestellt. Eben, ja. Sie haben ja dann mit der FDP koaliert. Hätten Sie eigentlich auch mit der SPD koaliert damals? Wir haben ja die GroKo gehabt mit Dieter Spöri. Haben Sie die gehabt? Das war Teufel? Erwin Teufel. Ja, genau. Mit Dieter Spöri, ich mit Ulrich Maurer als Fraktionschefs. Ja. Frau Solinger, Herr Birzele, viele andere. Ich habe übrigens zu Spöri heute noch einen engen Kontakt, das sind Freunde und treffe uns in Berlin recht oft. Ob das möglich ist mit den neuen SPD-Parteichefs, klären wir schnell. Ich habe nämlich ein Gespräch angemeldet mit der aktuellen Parteichefin, wenn ich sie im Moment sitzen lassen darf. Und dann führen wir, sie wird uns zugeschaltet, kleinen Moment, Herr Oettinger, bitte. Und zwar Frau Esken ist uns da zugeschaltet, einen Moment. Frau Esken, bitte, ja. Esken, haben Sie sich gut im Amt eingelebt? Sie sind ja Parteichef der... Ja, also erstmal sind wir begeistert von der Situation, die uns gebracht hat in die Situation. Wir sind jetzt die neuen Parteivorsitzenden der SPD, also praktisch die neuen Parteichefs. Ja, das dachte ich ja gerade, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, genau. Und da sind wir begeistert von der Situation. Die SPD ist eine sehr alte Partei und dem haben wir uns mit unseren Ideen angepasst. Wie werden Sie denn die SPD führen? Da waren uns die Themen wichtig. Ja, und woran erkennt man, dass es kein Weiter-so gibt? An den Inhalten. Ja. Alles muss, nichts kann. Sie waren kaum Parteichef, da haben Sie sich gleich in die Nesseln ja übrigens gesetzt, wie bekannt geworden ist. Ach so? Ja. Wo denn? Naja, Sie haben gesagt, in Deutschland gibt es also kein Tempolimit auf Autobahnen, in Nordkorea auch nicht und in Afghanistan auch nicht und sonst überall auf der Welt gibt es... Ja eben, da waren uns halt die Inhalte wichtig. Ja, aber Sie können doch Deutschland nicht vergleichen mit Afghanistan, wo auf kriegszerstörten Straßen sowieso nur 30 gefahren werden kann und Nordkoreaner dürfen überhaupt ohne Genehmigung die Stadt gar nicht verlassen. Also die kommen überhaupt auf gar keine Autobahn. Das wäre eigentlich noch eine Lösung. Also Frau Gösch, bitte, so glaube ich. Deutschland soll sich aus dem Schatten von Nordkorea lösen? Oder was meinen Sie denn da damit? Ja, da geht es mir halt um die Inhalte. Ach, Inhalte. Ihre Aussage heißt, wir sollen es lösen von der Diktatur Nordkorea. Wir werden selbst eine, was heißt das? Das ist Quatsch. Also, aber die Ähnlichkeiten im Verkehr sind halt verblüffend. Das ist also doch ziemlich wirr, muss man sagen, ja. Das kann sein, aber bin ich ganz nah bei meiner Partei. Frau Esken, also da wird so ein Gespräch, wird so Eskenlation, wenn Sie den Karlauer erlauben. Und ich wollte aber doch wenigstens... Ich wollte da geht zum Glück mein Telefon, also mit Ihnen bin ich fertig, danke. Danke. Das ist unmöglich. Ja. Ja, Norbert. Bitte? Norbert. Norbert? Norbert Walter. Aber der? Norbert Walter Borjans. Norbert Walter? Na, ich ja. Norbert Walter Borjans? Ja, ich ja. Ach, Borjan, ach du, ach Norbert, bist du's? Ja, 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 ja. Das, wir müssen reden. Ja, also wie gesagt, mir geht's halt um die Inhalte. Ja, um welche geht es dir denn da? Ach so, das ist mir egal.
Also, der Brexit ist da, der Brexit ist da. Machen wir jetzt auch einen Grococxit oder was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir haben am Anfang dann gesagt, dass wir sagen, eine Chance für die GroKo ist also der erste Weg zum SPD-Exit. Irgendwann treten wir also uns selber aus. Und dann haben wir beide gleich von Anfang an eine klare Aussage gemacht für den ersten Weg. Du hast die Aussage gemacht. Ja, aber weil ich gedacht habe, du machst sie und dann wollte ich dir zuvorkommen, damit ich auch mal eine kreative Ansage habe. Ich habe immer gesagt, erst abwägen und dann entscheiden. Und dann habe ich gesagt, nein, ach so, ja, so lange habe ich nicht zugehört. Ja, und was machen wir jetzt? Also ich denke, dass wir erstmal zurückkommen sollen auf unsere Hintermänner. Und wer ist das? Und auf den Kevin Kühnert. Der hat gleich von Anfang gesagt, er will zum Beispiel Autounternehmen kollektivieren. Ja. Also ich würde sagen, sogar verstaatlichen. Weil, was will ich sagen, im Grundsatz ist ja Enteignung vorgesehen, wenn man nicht verantwortlich umgeht mit seinem Eigentum. Und, aber wir wollen ja langsam... Das erkläre ich ja gerade. Und wenn ich bin gerade angegangen worden, auch im Interview, wegen meinem Aussagen zum Nordkorea-Tempolimit. Und wenn Autofahrer bei uns eben mit ihrem Eigentum Auto so unverantwortlich umgehen, dass sie durch Schnellfahren unverantwortlich sind, dann würde ich sagen, dass man die Autofahrer auch verstaatlichen können. Aber wie soll das? Ich erkläre es dir ja gerade. Steuersenkungen sind kriminell. Und da kann ich nur sagen, wir dürfen es nur so machen, dass wir den Bürger nicht in die Lage versetzen, dass er Zugriff hat auf das, was er verdient. Steuererklärungen müssen künftig lauten, was haben Sie letztes Jahr verdient? Schicken Sie uns das. Puh. Norbert? Die Suche nach diesen neuen Parteichefs hat ja also schon EU-Format gehabt, von der Länge her, nicht wahr? Also man ist es eigentlich nur von Europa gewöhnt, dass es so lange dauert. Ist es richtig, dass Sie reden ja schneller wie ich, muss man wirklich sagen, dass Sie das Schnellsprechen nicht abgelegt haben in Europa, weil Sie gehofft haben, dadurch Entscheidungen schneller herbeizuführen? Ich spreche deutlich langsamer als früher. Ja. Und fast langsamer als Sie übrigens. Ich bilde mir das auch ein. Also, dass ich. Was ich sagen wollte, Thema Europa, ist natürlich, die erste Frage ist, wir wissen, Frau von der Leyen ist ja EU-Kommissionspräsidentin geworden. Man hat sich bei uns gewundert, dass sie mit diesen Skandalen, die sie bei der Bundeswehr hinterlassen hat, mit Gorch Fock und zerschlissene Kostüme, also Uniformen und dann die ganzen Panzer, die nicht gewartet sind und Beraterverträge und so weiter, dass Sie das, hätten Sie nicht auch EU-Kommissionspräsident werden können oder hatten Sie zu wenig Skandale dafür? Nein, ich war nach 10 Jahren der Meinung, jetzt aufhören ist richtig. Lieber einen Tag zu früh als einen Tag zu spät und bin deswegen froh, jetzt ohne Skandal und ohne Rücktritt und ohne abgewählt sein rauszukommen. Die Frage ist natürlich, sind Sie auch gegangen, weil es in Europa natürlich immer schwieriger wird, zum Beispiel auch mit den Rechtspopulisten, die sich breit machen und die immer schwieriger sind, in den Zaum zu kriegen, wie wir es jetzt auch gesehen haben in Thüringen. Wir hatten ja in Baden-Württemberg 2-mal die rechten Republikaner in den 90er Jahren. Wie sind wir damit fertig geworden? Wie haben wir das denn geschafft, dass die nach 2 Legislaturperioden weg waren? Was war das Geheimnis, dass wir die nun plötzlich aus dem Landtag vertrieben? Wir haben 92 lange nachgedacht. Dann sind ja eine Koalition zwischen der CDU und den Republikanern rechnerisch gegeben. Ja. Und wir haben es nicht gemacht, sondern die große Koalition gewählt und haben immer gesagt, wir gehen mit ihnen ordentlich um, protokollarisch. Also wir grüßen uns, wir reichen auch die Hand. Wir bremsen sie nicht durch Geschäftsordnungstricks aus, aber Politik in keiner Form gemeinsam mit ihnen. Das haben wir durchgehalten und nach 9 Jahren war der Spuk vorbei. Ja, die Frage ist, deswegen ist Thüringen ein Granatenfehler, auch meiner Partei. Klar ist doch, das war ein abgekartetes Spiel. Ja. Also, wer dies macht, die FDP mit 5% stellt den Regierungschef. Der kann keine Minister vorstellen, denn die würden nicht durch den Landtag kommen. Thüringen hat die verzockt und dies gilt zuallererst für die CDU und die FDP. Und der heimliche Gewinner ist Höcke. Und Höcke ist ein Rechtsradikaler. Ja, es gibt in der AfD auch Rechtskonservative. Ihre Gründung war ja eurokritisch. Aber Höcke ist ein Rechtsradikaler. Und dass der jetzt im Grunde genommen ein Land indirekt verführt und CDU und FDP mitmachen, ist eine granatenmäßige Dummheit. Ja, besonders.
Besonders eigenartig an dieser Entwicklung ist vor allen Dingen, dass bei gewissen Landtagswahlen und gar nicht so wenigen bekannt geworden ist, dass die Wählerwanderer zur AfD vorwiegend von den Linken und von der SPD gekommen sind und weniger von der CDU. Heißt es im Umkehrschluss, dass die Linken im Grunde wesentlich rechter sind als die konservativen Parteien? Ich glaube, dass durch die Agenda-Politik von Gerhard Schröder, die richtig war und notwendig war, aber auch Härten gehabt hat, viele Sozialdemokraten enttäuscht waren und deswegen Protest wählen wollten. Und da die AfD eine Chance hat, in Landtage zu kommen, kann man dort seine Protestnote abgeben. Und sie wirkt und sie tut den anderen Parteien weh. Ich würde das gerne mit dem anderen SPD-Parteichef besprechen, den ich auch zugeschaltet habe, wenn Sie im Moment noch Geduld haben. Und zwar Herrn Norbert Walter Borjans, der uns jetzt vielleicht zugeschaltet sein könnte. Wenn wir, na, tatsächlich, Herr Borjans, seit Dezember sind Sie auch Parteichef. Und trotzdem sind die Umfragewerte weiter im Minus für die SPD. Da hat sich nichts geändert. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass wir als neue Parteichefs damit nicht Stabilität in die SPD hineingebracht haben. Nun waren Sie ja am Ende Ihres politischen Weges. Aber das ist die SPD ja auch. Ach, geht's ihr doch so schlecht, ja? Nein, es ist eine Riesenchance. Für die SPD? Für uns. Ach so, Sie meinen... Nein, das meine ich gar nicht. Aber Sie wollen mir doch nicht sagen, dass wenn es der SPD gut gegangen wäre in den letzten Jahren, dass wir, Saskia Esken und Norbert Walter Borjans, ich, auch nur den Hauch einer Chance gehabt hätten auf Führung. Ist das schlechte Ergebnis denn... Der schlechte Zustand der SPD ist ein Garant für die innerparteiliche Demokratie, dass jeder auch ohne jegliche Qualifikation einmal drankommen kann zur Führung. Sie wollen mir doch nicht sagen, dass man das nicht sagen kann. Schön. Kommen wir zu Ihnen. Sie sind ja als Finanzminister in NRW bekannt geworden, weil Sie gestohlene Steuer-CDs aus der Schweiz aufgekauft haben und haben sich praktisch im Staatsamt damals als Hehler strafbar gemacht. Das muss man ja mal so sagen. Ja. Bei so viel Geld hört im Staatsamt die Strafbarkeit auf. Ah, wenn auf diesen CDs aber ein Mord als Geständnis aufgezeichnet gewesen wäre, wäre das, wie bei illegal abgehörten Telefonaten, vor Gericht nie verwendbar gewesen. Die Leute würden freigesprochen. Müsste man die Rechtslage nicht ändern, damit künftig nicht nur Steuerhinterzieher geschnappt werden, sondern auch Mörder? Geld ist für Staat und Gemeinschaft wichtiger und effizienter als Menschenleben. Schön. Sie haben als Finanzminister dreimal einen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt. Das zeigt meine Distanz zum Staat und zur Staatshörigkeit. Nervt es Sie eigentlich, dass man Ihnen immer die gleichen Fragen stellt? Ich gebe ihr auch immer die gleichen Antworten. Und wenn es mal andere Fragen sind? Bleibe ich bei meinen gleichen Antworten. Vielen Dank, Herr Walter Borjans. Danke. Also weiter, die SPD kommt nicht hoch, trotz der neuen Führung, bleibt also bei 12%. Gleichzeitig bleibt eben die AfD gleich stark. Fehlt der SPD das Rechte? Ich kann nur hoffen, dass die SPD als Volkspartei überlebt. Denn klar muss sein, Demokratie lebt von zwei stabilen Volksparteien, Mitte rechts, Mitte links und dann ergänzenden Parteien. Und überall, wo dies nicht mehr besteht, ist Demokratie in Gefahr. Italien, Frankreich, Polen etc. Vielleicht werde ich beim nächsten Mal sogar überlegen, SPD zu wählen. Eine Meldung für die morgigen Schlagzeilen. So, was die AfD nicht leisten kann in der Politik, das leistet im unpolitischen Bereich natürlich zum Beispiel, wir schalten gerade mal rein, ein Andreas Gabalier. Ja, ihr habt es ja schon gehört, ich werde mich zurückziehen. Da hörst du die Proteste. Der Gabalier, ja, ich komme wieder. Ja, es gibt so viel zu tun, vor allem seit unsere FPÖ nicht mehr mitspielt in der Regierung. Und der nächste Witz, was die Neider, die Hosenscheißer, die nicht ertragen können, dass ich ganz oben stehe, an mich hingacken, ja, dass sie mich in die rechte Ecke stellen. Ja. Das ist einfach dann gleich die Nähe dazu, die Nazis. Was soll doch aus einem Elefanten keine Mücke machen? So ein Vergleich, das macht die Nazis klein, das sage ich in aller Bescheidenheit. Ja. Deswegen habe ich auch aus diesem Volks-Rock'n'Roller-Kaffer habe ich ja das Hakenkreuz nicht nachgestellt. Das ist ein Witz, ein Schmarrn. Ja. Das war ein Fotoshooting. Ja. Wo ist denn da ein Hakenkreuz? Ja, das ist Zufall gewesen, Mama. Das Recht ist doch meistens Zufall. Ja?
Das Problem ist, dass man das Recht immer sofort assoziiert mit was Furchtbarem. Ja? Nazis, Juden, Pogrome. Aber ich sag dir, die Synagogen damals angezündet haben, das waren doch nicht bewusst Rechte. Das haben die aus dem Bauch rausgemacht. Die haben sich bedroht gefühlt und haben sie es angezündet. Also, aber das Positive, die Wiedergutmachung nach dem Krieg, die Gedenktage, das sieht keiner. Ja. Außerdem, ja, das habe ich neulich gelesen irgendwo, das Hakenkreuz hat man schon vor 10.000 Jahren gefunden in Asien und Europa. Das Hakenkreuz ist heute noch, das habe ich irgendwo gelesen, ist das religiöse Symbol bei Buddhisten und Hindus. Ja, die Rechten haben das Hakenkreuz nur missbraucht. Ja, sowas deswegen nicht mehr achten? Ich sag dir was. Stell dir vor, deine Frau wird vergewaltigt. Tätst du sie deswegen ächten? Tätst du sie deswegen nicht mehr benutzen? Tätst du ihren Namen nicht mehr aussprechen deswegen? Das Hakenkreuz ist missbraucht worden, soll es deswegen nicht mehr benutzen? Ich will, dass das Hakenkreuz genauso ehrwürdig behandelt wird wie eine vergewaltigte Frau. Ich habe nichts gegen vergewaltigte Frauen. Also ich habe nichts gegen vergewaltigte Hakenkreuze. Alter, was reg ich mich auf? Ich bin der Star, ja? Ich bringe die richtige Geschichtsschreibung in Deutschland voran. Ja? Und das hat er schon einmal Österreicher gegeben, der groß geworden ist in Deutschland, der Deutschland groß gemacht hat. Was ist der angefeindet worden? Ja, dann hat er sich durchgesetzt, hat viel bewirkt, hat Deutschland bereist vom Obersalzberg bis zur Nordsee hinauf. Die deutschen Autobahnen hat er befahren, hoch und runter, hat die Wirtschaft angekurbelt mit seiner Energie. Ein riesen Österreicher in Deutschland, der Peter Alexander. Geil! Die Frage, was ich noch am Schluss gerne Sie fragen wollte, warum lassen Sie es zu, dass Sie mit Ihrem Englisch so präsentiert werden in der Öffentlichkeit? Ja? Also das könnten Sie ja leicht einfach unterbinden, indem Sie einfach sich damit nicht übertölpern lassen und nicht mitschneiden. Das gibt ja diesen berühmten... Wir lassen es gerade mal reinspielen. Briten, machen Sie nur. Briten machen einen Collateral Damage, so. Und zwar... the ability for self-protecting and self-judging goes mehr und mehr to the Vincent. So, Sie haben eine Begründung dafür, warum Sie das nicht hinterm Berg halten, Ihr Englisch? Nein? Ich habe 9 Jahre Latein gelernt, 7 Jahre Französisch und 3 Jahre Englisch. Da bleibt wenig hängen. In Tübingen braucht man kein Englisch während des Studiums. Dann war ich Anwalt, dann war ich in Baden-Württemberg und dann ging es nach Brüssel ins kalte Wasser. Ja. Übrigens längst gelaufen, nur... Man hört mir mein Schwäbisch trotzdem an. Ja. Und der Franzose, ja, natürlich. Ihnen auch, hoffe ich doch. Also, wenn ich in Münzingen bin, die denken, ich spreche Hochdeutsch. In Berlin denken, ja, klar. Und in Berlin, ja, denken sie, ich spreche breit Schwäbisch. Die Bayern behalten ihren Dialekt bei und wir sind verklemmt. Ja. Der Franzose spricht sein Französisch, auch auf Englisch hört man es durch. Der Portugiese auch. Ja. Und nur wir glauben, wir müssen ein Cambridge-Englisch, Hochenglisch können. Ich kann nur sagen, da sind wir meines Erachtens auf dem falschen Weg. Wir sollten etwas lockerer damit umgehen. Die anderen verstehen uns auch, wenn wir ein bisschen Schwäbisch im Englischen haben. Wunderbar. Also, ich halte... Das heißt, es ist kein Versehen, sondern es ist eine ganz bewusste Komik von Ihnen. Und jetzt weiß ich... Jetzt weiß ich auch, warum Sie heute hierher gekommen sind, damit Sie den Zuschauern hier und am Fernsehen zeigen, ob egal Ministerpräsident, ob Politiker, ob EU-Kommissar, als Komiker sind Sie einfach unschlagbar und wesentlich. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute. Danke.